Es ist der gefährlichste Tauchspot der Welt. Dieses blaue Loch ist bekannt als Friedhof der Taucher. Es ist wie ein Trichter. Es zieht einen richtig gehend nach unten, ob bewusst oder unbewusst. Man hat das Gefühl, hineingesogen zu werden. Man will immer weiter und es wird schmaler und fühlt sich sicherer an. Aber verliert man nur für einen kurzen Moment die Konzentration, ist man plötzlich 5 oder 10 Meter weiter unten, als man eigentlich vorhatte. Ab einer Tiefe von 30 Metern kann der sogenannte Tiefenrausch einsetzen. Der entsteht, wenn der Körper unter erhöhtem Druck zu viel Stickstoff aus dem Gasgemisch in den Tauchflaschen aufnimmt. Die Reaktionsfähigkeit nimmt ab und man bekommt einen Tunnelblick. Ganz so, als wäre man betrunken.